Die Einweisung Technik, wie wird gefahren? Wir sind eine Woche auf einem Hausboot mit Joylove Boats hier in Mettlach an der Saarschleife. Das ist im Saarland und werden die Saar hochfahren. Ich glaube, wir kommen sogar nach Saarburg, werden sie auch runterfahren. Und wie das Ganze funktioniert, gibt eine kleine Technikeinweisung, die zwei Leute machen, die hier fest angestellt sind. Einmal die Lydia. Genau. Die Marlene, du kriegst die Einweisung. Mhm. Hier, du weißt, Happy Wife, Happy Life. Und du bist der? Willi. Hallo Willi. Hallo Sven. So, ihr sagt immer, es kriegt einer die Einweisung Technik, der andere kriegt einen Haushalt erklärt. Meine Frau ist jetzt hier die Technikbegeisterte. Fangen wir an. Genau, wir haben hier so eine Checkliste, gehen wir einfach alles durch. Das ist der Steuerstand. Fangen hier an und gehen dann langsam nach hinten. Mhm. Ich zeige dir einfach alles und später fahren wir natürlich auch raus, dann üben wir das auch praktisch. Mhm. Ja, also wir fangen hier mit dem Notfallmesser an. Das ist, wenn man sich in der Schleuse mal aufhängen sollte mit der Leine, kann man die Leine durchtrennen. Dann zeige ich aber nachher beim Schleusen, wie man es richtig macht und wie man es falsch machen könnte. Mhm. Und dann braucht man eventuell das Messer, dafür ist das da. Aber okay. Im Normalfall benutzt man es nicht. Hier haben wir noch so einen kleinen Pinsel, das ist nur zum Saubermachen, also nicht wundern, okay. Wofür der da hängt. Ja. Eine andere Funktion hat er nicht. Ja, wir haben hier Wasseraufbereitungsanlage, das heißt, wir haben 800 Liter Tank für Frischwasser. Der ist auch fast voll, der schaltet sich nämlich automatisch aus. Das heißt, ganz voll kriegen wir nicht. Und wenn der bei einem Viertel ungefähr ist, schaltet man einfach den wieder an. Das heißt, einmal nach rechts drehen, dann springt er wieder auf die Mitte. Und dann hörst du das auch, dann läuft ein kleiner Motor. Das heißt, er holt sich das Wasser aus der Saar und geht über mehrere Filter und verarbeitet das wieder direkt zu Trinkwasser. Genau. Und geht das dann in den 800 Liter Tank. Genau. Und schaltet von selber wieder aus. Also du musst den nur einmal anschalten, wenn du siehst, so ein Viertel, dann mache ich ihn an. Und ich empfehle es immer auch während der Fahrt zu machen, weil man immer dann Motorgeräusch hört, ne? Wenn man hier steht und Abend isst oder so, dann stört das ein bisschen. Ja, das stimmt. Von daher, wenn man sieht auch, ich bin jetzt 3 Stunden unterwegs, dann schaltet man den einfach dazu. Werdet ihr wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil der wie gesagt voll ist. Das ist der Dieseltank. Für den Generator erkläre ich gleich, der ist auch voll. Kurze Frage, man kann das trinken, das Wasser? Genau. Es ist Trinkwasser. Ja, ganz genau. Ja, das heißt auch im Tank, ihr guckt, dass der immer sauber ist, der Tank, und desinfiziert. Und genau, der ist ja auch wie im Dunkeln, der ist dicht, passiert luftdicht. Nichts. Nee, der passiert nichts. Man kann es trinken. Das ist immer das Trinkwasser. Er macht ein Kreuz, siehst du? Genau, hier einfach was ich... Checkliste. Mhm. Checkliste, was ich erklärt habe, Tankwasser, Tankanzeige, Diesel... Jetzt kommen wir zum Bordnetz. Überwachung, das ist hier der. Den schalten wir an, indem wir hier einfach auf den Mittelknopf drücken. Dann geht er an und läuft so 5 Minuten, dann geht er wieder von selber aus. Mhm. Der ist bei 100%, das heißt, wir haben hier 2 Netzkreisläufe. Einmal für das Bordnetz, das ist also für hier Licht, Geräte, für, das ist ein extra, unabhängig davon, von dem Antrieb, ein Kreislauf. Und dann haben wir hier den Torpedo-Antrieb. Der ist auch bei 100%. Ja, auch sein extra Kreislauf, extra Akku-Batterien. Ach, das ist ein Display. Wie geil ist das denn? Hast du jetzt erst gesehen, ne? Das sieht so echt aus. Das ist ja krank. Gut, der Vorteil ist, es kann ja auch mal hell sein. Man muss ja gut sehen können. Das genau. Ist Ja. Und wenn man jetzt Landstrom dazu macht, dann sieht man das auch hier. Dann geht das hier an. Dann zeigt er das auch an, dass du Landstrom am Laden bist und dann wird der hier automatisch gefüllt. Und hier haben wir momentan 61 Watt, die Verbrauch ganz normal hier, Licht und was so läuft, Heizung. Ja. Victron Bedienpanel. Richtig. Aus dem Wohnmobil. Querstrahlruder haben wir für Bug und Heck. Den schaltet man dazu. Ja, bitte. Indem man hier beide gleichzeitig drückt, beide Knöpfe on. So eine Sekunde, zwei. Dauert so 2-3 Sekunden. Jetzt ist er scharf gestellt, das heißt, man kann den jetzt schon bedienen. Sobald man hier. Oh, der Power. Der hat für euch Power, genau. Und das ist eine ganz tolle Hilfe für Anlegen oder beim Schleusen halt ablegen. Ich habe aber keinen Joystick, wo ich. Das heißt, ich bediene hinten und vorne getrennt.
Das habe ich gesehen, bei den großen Schiffen, da hast du noch einen Joystick dabei und da kannst du dann genau, das haben wir nach vorne, nach hinten einmal drehen. Das heißt, wenn du aber den hier nach da machst und genau. Den nach da, dann kannst du praktisch auf der Stelle drehen. Könntest du auf der Stelle drehen, ach, ganz nein. Genau. Aber man sollte nicht länger wie 5 Sekunden, steht auch drauf, den bedienen, weil dann sonst die Motor überhitzt wird und dann ausgeht und dann braucht man wieder ein paar Sekunden, bis er wieder angeht. Ja. Also den wirklich nur als Hilfe benutzen, nicht zum Steuern. Steuern ist hier das Steuerrad und damit kann man auch auf der Stelle drehen. Das zeige ich aber dann auch. Okay. Und hier das Piepsen, hörst du? Ja, immer wieder. Ja? Das sagt dann und zeigt an, dass du den nicht eingefahren hast. Vergisst man manchmal, wenn man abgelegt hat, dann piepst er immer wieder. Und dann drückt man hier wirklich ein paar Sekunden drauf und dann fährt er wieder hoch. Weil der fährt erst raus, wenn man den anmacht. Man sollte den nicht während der Fahrt benutzen. Ja? Nur beim Anlegen oder Ablegen oder Schleusen. Mhm. Okay. Sag mal, wenn ich jetzt einen Fehler mache und ich beschädige das Schiff, ist da eine Vollkasko drauf? Ja, ja, ist versichert, genau. Selbstbeteiligung? 10.000? Hm. Oh, das müsste meine Frau wissen. Weiß ich. Tausend Euro. Okay. Mhm. So, das heißt also, ich kann maximal 1.000 Euro zerstören, aber es hat bisher noch keiner geschafft, oder? Nein. Also bis jetzt noch keinen Schaden. Kein Schaden. Ist doch gut. Meinen schon viele Leute drauf. Ja? Ist das hier Fly-by-Wire oder ist da noch ein Draht nach hinten? Funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert, ja. Gut. Ist ja krass, hier beledert. Ja, das ist der Antrieb. Ja. Wenn man nach vorne den Hebel bedient, dann dreht hinten der Propeller jetzt mit 300 Watt. Merkt man so ganz leicht, dass er schon vorwärts geht. Ja. Und hier in Neutral, da passiert gar nichts. Und das ist der Rückwärtsgang. Damit tun wir auch Bremsen, Aufstoppen nennt man das so. Wird das angezeigt, ob wir uns dann in welchem Gang wir uns... Nee, es gibt keinen Gang, ist stufenlos. Er zeigt nur an, mit wie viel Watt du fährst. Und je weiter du nach vorne drückst, umso stärker natürlich. Bis 6-7 kW geht das dann. Okay. Okay, wenn du aber jetzt so ganz smooth, ist der Antrieb gar nicht zu hören, oder? Nee, gar nicht. Wir werden das auch gleich machen. Also es ist fast geräuschloses Fahren hier. Und das ist ja eben genau das Interessante, dieses entspannte Fahren. Ja. Man hört kaum Motor. Echt, wir fahren gleich. Und sie darf wirklich fahren hier, die ja, Marlene? Natürlich. Das mir wird ja gerade schlecht, das hast du nicht gesagt. Du fährst auch Auto. Ja, das ist hier neu. Ne? Ja, deswegen frage ich ja. Ich sehe nicht, dass ich jetzt Gas gebe. Ist klar, nach vorne. Genau. Aber du sagtest irgendwas mit N gerade? Nee. Das ist neutral. Neutral. Das merkst du auch. Mach ruhig mal, bedien mal. Das ist dein N. Das ist ein bisschen Widerstand. Genau, okay. Jetzt nach vorne. Genau. Jetzt ist der schon am... Wahnsinn. Am Fahren, das siehst du hier. Und, so, und rückwärts ist klar die andere. Genau, das Gleiche. Er kann nun nicht weg, du weißt warum. Ja, ist noch angelegt. Ist noch angelegt, ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Der wollte ich nur testen. Ja, ich weiß, das macht er immer. Das ist gemein, ne? Ja, hier ist so ein... Notaus. Notaus, genau, wenn man irgendwie hinten... Kennt man ja beim Sport. Genau. Bahn auf dem Laufband. Oder irgendwas passiert, einfach ziehen. Jetzt passiert gar nichts. Okay. Gut, das ist gut. Ja, so ein Magnet, merkt man auch. Geht witzig, okay. Das ist schon Hightech, oder? Was ihr hier verbaut habt? Absolut. Ist das gut? Ja, sehr gut. Ja. Weil das soll ja auch... einfach, es macht Spaß. Wie gesagt, hat keine Gänge, stufenlos, man muss nicht viel... Okay, das ist ja... was muss ich machen? Kupplung oder irgendwas? Nee, gibt's nicht. Ich denke, das ist auch für euch zuverlässiger als ein Benzinmotor. Ja. Das heißt, also wenn ihr es vermietet, da ist nicht dauernd Zündkerze mal... Genau. Das stimmt. Wobei die auch sehr zuverlässig sind. Aber du hast doch keinen Geruch. Genau. Du hast nur einen Dieseltank für den Motor eventuell. Ja. Also vielleicht nochmal für euch da draußen. Es riecht irgendwie nach frischer Wohnung hier. Ja, also es riecht jetzt nicht irgendwie nach irgendwie Schiff oder was man da kennt, so ein Fahrgastschiff. Mhm. Riecht da schon mal ein bisschen nach Diesel oder so. Genau. Das hast du ja gar nicht. Ja. Nee. Das ist mir immer schlecht gewesen dann bei diesen Schiffen. Das war furchtbar immer. Einer unserer Chefs sagt immer, das ist kein Hausboot, das ist ein Ferienhaus auf dem Wasser. Ja, ja. Das trifft es eher. Mhm. Ein Ferienhaus auf dem Wasser. Genau. So, fahren. Aber man kann trotzdem damit fahren. Fahren unter Alkoholeinfluss verboten. Also guck mal hier drauf, ich zeig's nochmal. Das ist auch ernst zu nehmen. So, dann gibt es hier Schalter. Ja, da kommen wir gleich zu. Wir gehen einfach der Reihe nach. Hier gibt es ein iPad. Einfach einmal draufdrücken, dann geht der an. Hier ist der Home-Button. Dann kommen wir ins Menü, indem wir hier so lange auf die 0 drücken,
bis okay. die Anzeige haben. Und dann haben wir hier zum Beispiel bei Dateien verschiedene Joylife-Boats, Erklärungsvideo, das, was ich mache hier, Bettfunktion, all das, Flusskarten, geht man einfach drauf, da kann man sich nochmal in Ruhe durch. Papiere sind da, Bootszeugnis. Wir sind hier Hausboot 2, mhm. falls man angehalten wird mhm. bei der Polizei. Dann gehen wir einfach mit der Polizei hier an das, genau. an das Einfleisch. Zeigt denen das, genau. Ist das leer gewesen, das Bootszeugnis? War nichts eingetragen? Oder? Herr Herzog. Achso, ist die Rückseite, oder? Da ist es, okay. Da ist es. Sportboot. Das ist unser Kennzeichen hier. KU1140V. Genau. Gut. Cool. Ja? Also hier könnt ihr euch mal abends austoben. Scooter-Zulassung ist auch dabei. Sind zugelassen. Ach, ja, okay. Echt? Die haben ja Nummernschilder. Sind auch drauf. Also wie gesagt, Hausboot 2 seid ihr und hier könnt ihr auch verschiedene Erklärungsvideos. Und navigieren geht auch mit dem iPad? Was heißt navigieren? Dass also ich sehen kann, wo ich bin. Also ja, natürlich haben wir auch hier Karten. Navigieren, Auto, Pilot. Ja, genau. Also entweder hier das oder hier, das hier. Muss man natürlich GPS-Signal haben, hat man nicht immer hier. Route löschen. Ja. Ah, das heißt, keine Route eingeben und dann sagt er hier. Genau. In 200 Meter rechts abbiegen. Das sagt er nicht, also er spricht nicht mit dir, aber du kannst es halt sehen. Wie gesagt, brauchst du aber GPS-Signal. Ich darf ja fahren, wo ich will. Ich kann auch einfach in der Mitte fahren, oder? Ja, es ist schon rechts fahren hier. Das ist schon, aber klar, wenn kein Verkehr da ist, kein Schiffverkehr, dann kannst du auch in der Mitte, was auch am sichersten ist, vor allem wenn Niedrigwasser ist oder Hochwasser, weil dann an den Seiten oft Treibgut sich aufhält. Ja. Aber sobald natürlich Gegenverkehr kommt oder einer dich überholen will, dann hältst du dich rechts. Boah, ist total spannend. Also hier vorne stehen auch nochmal die Daten. 13,6 Meter Länge, 4,10 Meter Breite. Genau. Tiefgang 0,7. Ah, das ist ja wenig Tiefgang. Das heißt, du bist immer safe hier mit dem Boot. Ja, absolut. Du kannst immer bis an den Rand eigentlich fahren. Wie gesagt, empfehlen wir nicht, weil da oft Treibholz ist. Mhm. Und dann fährst du dir den Propeller kaputt. Mhm. Oh ja, okay. So, Kläranlage. Hier, das ist noch wichtig. Hier ist noch die Kameras, also Backbord, Steuerbord und hinten für das Ruder, damit du siehst, wie der Ruderstand ist. Und das ist für nach hinten. Und wenn ihr das so lässt, das bleibt so die ganze Zeit an. Das heißt, der schaltet dann auch nicht mehr aus. Mhm. Und wenn du auf diese normalen Position bist, dann geht der nach ein paar Minuten wieder auf schwarze Bildschirm. Ne? Okay, das heißt also... Wenn du fährst, immer mit den Kameras. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte nur Steuerbord oder nur Backbord. Dann tippst du zweimal drauf, dann hast du nur die eine Position. Und wieder zweimal, dann kommt sie wieder zurück? Nee, hier. Ich fahr zu schnell. Hier drauf. Ah, da, okay. Da hinten kann ich dann auch zurückgucken. Genau. Die ganze Zeit. Aber das ist mehr, wie gesagt, für den Ruder, weil du siehst nach hinten gar nicht so. Mhm. Das ist nur für den Ruderstand. In Spiegel brauche ich keinen hier, oder? So an der Seite? Nee, das sind die Kameras. Okay. Die gucken nach hinten. Das sind die drei. Du kannst hier jetzt einzeln wählen, aber wenn du sagst, ich möchte diese Dreier-Kombi haben, drückst du da drauf. Und wie gesagt, das bleibt immer so an. Dann die beiden Cams gucken nach hinten, quasi, von mir aus gesehen. Genau. Gut, okay, verstanden. Ja? Mhm. So, er macht wieder ein Kreuz, siehst du? Du iPad erklärt. Kläranlage hatte ich eben schon gesagt, die ist vollautomatisch, müsst ihr nichts machen. Mhm. Einzige, was ihr ein bisschen darauf achten solltet, hier blinkt immer so ein rotes Licht. Solange es blinkt, ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn irgendwie eine Störung sein sollte, dann wird es die ganze Zeit nur rot leuchten. Und dann müsst ihr uns anrufen, dann könnte man manuell vielleicht noch was machen. Und wenn gar nichts geht, kommen wir auch natürlich vorbei. Ja? Okay. Aber für euch, safe, ihr müsst gar nichts mit der Kläranlage. Die hört mal ab und zu, die Shredder, die macht ihre Programme, die pumpt selber ab. Also ihr habt damit überhaupt nichts zu tun. Okay, nur füllen. Füllen. Der Running Gag. Ihr müsst nur füllen. So. Das sind die Positionsleuchten hier. Stehen hier alle drauf. Ah, ja. Die 1 ist vorne, Strahle einfach nur. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht im Hellen. Ja, ja. Und Ankerlicht. Es gibt ja kein Fernlicht hier, das ich abschalten muss. Also ich kann keinen blenden. Ja, doch, mit der, sag ich mal, mit dem Strahler könntest du schon einblenden. Solltest du nicht damit fahren. Aber man darf hier sowieso nicht nachts fahren. Also bei Dämmerung müsst ihr irgendwo im Hafen sein oder angelegt haben. Ihr dürft nur bis zur Dämmerung fahren. Okay. Ja. Verstanden.
Aber manchmal geht es halt nicht, weil irgendwie eine Notsituation ist, dann das hat man diese Positionslichter natürlich. Okay. Wir haben hier auch so ein Sicherungs eingebaut, dass man nicht alle Geräte gleichzeitig benutzen kann, dann fliegt die Sicherung raus und es ist überlastet. Deshalb, wenn man jetzt den Geschirrspüler dort haben möchte, dann schaltet man den einfach ein. Wie hier steht Geschirrspüler und hier oben siehst du, dass er jetzt an ist. Und jetzt kannst du den auch benutzen. Mhm. Und kannst auch die ganze Zeit anlassen, aber du kannst nicht jetzt alle gleichzeitig. Du kannst nicht die Waschmaschine und kochen und dann ist es einfach zu viel. Dann musst du einen wieder ausschalten, indem du einfach nochmal drauf drückst. Mhm. Ja? Ja. Das ist einfach so eine Sicherung drin. Genau. Hier ist der Warmwasserboiler. Den hatte ich eben schon laufen. Das heißt, ihr habt jetzt 60 Liter warmes Wasser und das reicht auch für den ganzen Tag. Okay, wie lange dauert es immer, wenn ich den einschalte? Anderthalb, zwei Stunden würde ich den morgens anmachen und dann irgendwann ausschalten, damit er nicht zu viel Strom zieht. Okay. Der reicht eigentlich für den ganzen Tag. Gut. Ja? Sicherung. Warmwasser. Signalhorn ist hier. Ja. Irgendwie. Ja, eine Aktion ist, wo man hupen muss, dann einfach draufdrücken. Die Luke habe ich ja schon gesagt, die elektrische, die ist hier. Einfach mit dem Finger länger halten, dann öffnet die oder schließt die. Mhm. Ach, wie geil, da kann ich ja oben die ganze Zeit mich eilen. Nee. Und du fährst den Haufen. Das hast du wieder sehr freundlich ausgedrückt. Er sieht gut aus, dieser. Ja, alles klar. Ja, gut, ist er da vorne, ist er so ein richtiges Schiff? Genau, das sieht man hier. So, das ist jetzt eine Motorjacht. Eine Motorjacht. Aber die hat ja den Nachteil, dadurch, dass sie natürlich so vorne so schön stromlinienförmig ist, hat die weniger Platz innen. Das stimmt. Ja. Die haben nicht so viel Platz. Es ist alles ein bisschen enger, ist aber auch sehr schön. Muss man mögen. Hat natürlich einen Motor drin, kein Elektroantrieb und ja. Witzig, eine Linsenjacht, genau. Eine Stahljacht. 34,9. Immer schön winkeln, wenn einer vorbeikommt. Genau. Okay. Und besonders winken, wenn es blau ist. Genau. So, jetzt kommen wir zum Generator, dass ich den erkläre. Aber jetzt müssen wir gerade keine Einweisung machen. Aber sonst auf dem Rückweg, morgen steht das hier nicht mehr. Ich mache das jetzt mal aus, weil wenn der jetzt gleich angemacht wird, dann steht der automatisch immer auf Autostart. Das heißt, der springt bei 40%, glaube ich, springt er automatisch an und erzeugt Strom. Mhm. Genau, jetzt steht hier oben Autostart. Und so sollte man den einfach auch lassen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen heute richtig viel fahren, das heißt, ich werde viel Strom brauchen für den Antrieb, dann rate ich während der Fahrt, den schon dazu zu schalten. Das machst du hier mit der Start-Stopp-Taste. Das machen wir jetzt einmal. Einfach nur einmal draufdrücken. Jetzt fährt er langsam hoch, wirst du gleich hören, dann startet der und dann erzeugt der Strom jetzt gerade bei der Stellung hier nur für den Antrieb. Der Tokedo wird jetzt mit Strom geladen. Das wird man gleich auch hier sehen bei der Anzeige, dass gleich hier so ein Stecker-Symbol leuchten wird. Das heißt, er bekommt jetzt von dem Generator schon Strom, obwohl er 100% hat, aber trotzdem wird er jetzt beladen. Ist das ein Problem, wenn ich jetzt liege am Hafen und der Generator läuft? Ja, sollte man nicht. Also es ist mit Diesel sowieso teurer, Strom zu erzeugen wie normal Landstrom. Also wenn ich im Hafen bin, dann immer Landstrom holen. Ist wesentlich günstiger und ist auch leiser und ruhiger für dich und auch für dein... Ist auch trotzdem leise. Du hörst ja fast gar nichts. Ja, man hört es kaum, aber man hört es schon, wenn man draußen sitzt oder so im Sommer. Ne? Ja. Ist das schon angenehmer, wenn man Landstrom hat. Hier siehst du, das ist dieses Zeichen, das heißt, der wird jetzt geladen. Du könntest jetzt auch sagen, okay, ich habe genug, ich habe aber kaum Bordnetz noch, du bist bei 20%, ich möchte jetzt noch kochen, dann schaltest du hier einfach auf Bordnetz. Jetzt geht die Akkuladung, jetzt wird der gleich hier geladen. Der fährt jetzt nochmal runter beim Umschalten und wird gleich das Bordnetz laden. Das ist aber nur der Generator jetzt, ne? Nicht ein Landstrom. Okay, also jetzt macht das Bordnetz. Genau. Und dann und du könntest auch beides machen, genau, dann wird beides langsam halt geladen. Ne? Wenn du sagst, beides ist ein bisschen kritisch, dann macht man das auf beides. Aber ich empfehle meistens, den Tokedo zu laden, weil das ist der, den du auf jeden Fall brauchst zu manövrieren, der wichtig ist, genau. Mhm. Und kochen könntest du auch später noch, wenn du wenig hast. Aber normal hast du auch Solar, also Bordnetz wirst du kaum leer kriegen und den Tokedo schon, weil du natürlich fährst. Ne? Mhm. Und kommt darauf an, wie stark die Strömung ist, wie der Wind ist und dann
geht der hier schon auf 30-40%, und dann schalte ich den schon dazu. Ne? Und während der Fahrt hörst du ihn kaum. Ne? Also von daher, auf Tokedo, wenn ihr sagt, okay, ich bin heute Abend in einem Hafen, kriege ich sowieso Landstrom, dann brauche ich den nicht, dann fährst du auch ohne Generator 3-4 Stunden. Und dann ist der zwar bei 20-30% nachher die Akkuleistung, aber du kannst ihn ja über Landstrom laden. Okay. Ja, hör gut zu. Ja, hör gut zu, Herr Herzog. Okay. Jetzt brauchen wir es nicht. Schalten wir wieder aus. Ja. Einfach nur kurz. Einmal draufdrücken, genau, das ist die Start-Stopp-Taste. Mhm. Boah, ist stark. Also sehr leise, muss ich sagen. Genau. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Fernbedienungen. Das ist einmal die Klimaanlage. Mhm. Einfach hier ein paar Sekunden halten, dann springt die an. Kann man heizen. Hoch und runter, genau. Mhm. Der heizt oder kühlt dementsprechend. Hier kannst du die Swing-Taste entweder Stopp oder dass er halt die ganze Zeit Swing, kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Oder wieder ein bisschen länger halten, dann fährt er runter. Mhm. Hier ist wie gesagt diese Beaufort-Anzeige, das ist die Windstärke. Wenn das bei 4 ist, 3, 4 empfehlen wir den Kunden nicht mehr abzulegen, dann abzuwarten. Wie jetzt nochmal? Hier zeigt er jetzt 2 an. Ja. Und wenn er bei 4 ist, sollte man nicht mehr als Anfänger rausfahren. Ah, okay. Dann ist der Wind zu stark. Der Wind. Genau. Okay, okay, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, okay, das heißt, ich schicke dich ab 4 raus. Du bist ja Profi. Ja, klar. Genau. Dann haben wir hier noch den Fernseher und die Soundbox halt dazu. Ist da eine Sattanlage? Was habt ihr reingemacht? Nee, das ist keine Sat, das geht über Internet. Über Internet. Genau. Okay. Witzig. Ja. So, das haben wir auch. Habt ihr WLAN hier an Bord? Ja. Okay. Den Schlüssel kannst du auch dann mal geben. Feuerlöscher ist da vorne. Ja, schon gesehen. Genau. So, dann gehen wir hier raus. Ja. Das ist der Bootshaken. Den brauchen wir eventuell beim Anlegen, Ablegen, Schleusen. Ja. Kann man immer mal sich wegdrücken oder näher anziehen, wenn man zu weit weg. Ja, ja. Sag mal, Frage, es geht jetzt um das Thema Technik? Ablegen und so weiter? Ja, also Technik sind wir jetzt durch. Sind wir durch. Ja, ja, dann machen wir nämlich jetzt Folgendes, weil Marlene ist schon ganz scharf drauf, sie will nämlich unbedingt mal fahren. Nächstes Video ist jetzt wie, das heißt, wir könnten demnächst fahren? Nee, eigentlich noch nicht. Nee, noch nicht. Ich habe ein paar Sachen genau wegen... Was ist noch zu machen? Weil ich überlege gerade, ob ich noch ein Video mache. Eigenes? Knoten zum Beispiel. Ah, Knoten ist gut. Ja. So, also wir sind jetzt draußen mal am Schiff. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Willi. Gerne. Und Lydia. Gerne. Beide von Joylife Boats, so ist es, habe ich euch ja gezeigt, aber ich werde euch noch mal ganz kurz das Logo zeigen, das ist nämlich hier draußen drauf. Also wenn ihr mal Lust habt, sowas mal zu fahren, dann gebt einfach ein Joylife Boats und Mettlach. Die Adresse werde ich euch aber in die Videobeschreibung auch noch mal reinschreiben. Also Joylife Boats und Mettlach, dann kommt ihr auch direkt drauf. Ich zeige euch noch mal gerade das Prachtstück von hinten. Da sieht man es auch nochmal komplett und ja, bleibt dran, wenn es heißt, wir kriegen Einweisungen außen. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Einschalten. Ciao. Mettlach an der Saar sind wir und wir werden eine Tour machen mit Joylife Boats zusammen mit Willi und Lydia nicht, sondern die bleiben hier. Gib uns aber eine Einweisung, aber die ist dabei. Stell dich mal kurz vor, du bist die? Hi Sven, ich bin die Marlene. Genau, die Marlene, meine Frau. Ihr beide seid als Team verantwortlich dafür, dass es den Leuten gut geht. Genau. Macht Einweisungen, ja. Macht die Rücknahme. Genau. Seid auch 24 Stunden erreichbar für die Leute. Fast. Fast. Gut. Und du sagst, Bootfahren ist gar nicht so schwer. Nee, ist auch nicht. Ich fahre sogar selber. Du fährst selber? Ja. Hast du einen Führerschein noch? Ja. Gut. Auch Führerschein machen ist gar nicht so schwer. Kann man online, glaube ich, sogar machen. Genau, haben wir auch gemacht. Ja, so. Geht, ja, muss ich mal dran setzen, aber... Wochenende. Kann ich. Ja, nicht ganz. Aber nicht ganz. So, das ist die Checkliste. Genau. Wir waren innen, haben schon einen Steuerstand, haben wir schon gemacht. Genau, das war hier. Das ist der Steuerstand-Antrieb. Und jetzt geht's? Ja, ein bisschen mit den Leinen, mit den Fendern. Wir müssen noch Theorie ein bisschen machen, bevor wir wirklich ablegen, Vorfahrtsregeln und so. Und dann legen wir gleich ab. Okay? Bist du bereit? Bist klar. Du bereit? Ostermontag. Ja. 10. April. Ja. Noch? 2023. Weiter ins Amt ist Willi. Gut. Also, hier sind die Leinen. Auf jeder Seite vorne und hinten. Und in der Mitte jeweils eine. Das heißt, beim Schleusen nehmen wir die immer in der Mitte.
Und die bleiben einfach liegen, die Leinen? Die bleiben einfach liegen, ganz genau. Dass man die immer auch zur Hand hat und muss nicht immer umjustieren, wo lege ich jetzt an, Steuerbord, Backbord, das ist immer am einfachsten, wenn alle parat liegt und dann ja manchmal beim Schleusen doch vom Wind auf die andere Seite gedrängt wird, dann hat man immer die Leinen parat. Also immer liegen lassen, parat legen. Ja? Dann haben wir vorne zwei Fender. Fender? Was ist das? Das sind diese Gummischutzpolster. Damit nichts passiert. Genau, wenn man vorwärts anlegt, in die Box fährt, zum Beispiel in den Hafen, dass man da am Steg keinen Schaden macht und am Boot natürlich auch nicht. Mhm. Und die Seitenfender, das sind auch jeweils 5 Stück an jeder Seite. Das ist eben beim Anlegen keine Schäden. Das ist für mein Auto auch. Da gab es schon mal einen Fender, der bei euch zerstört wurde? Nee, noch nicht. Kann aber passieren. Kann passieren. Wenn man zu schnell anlegt, mit zu viel Geschwindigkeit, und das sind ja knapp 10 Tonnen. Auch mit dem Boot schafft man das? Ja, könnte man schon. Peng. Mit Vollgas an die Wand fährst, dann knallt es schon. Das kostet dann 50, 60 Euro so ein Fender. Ne? Ja, gut, das geht ja noch, wenn es das bleibt. Genau, wenn es nur der Fender ist. Dann. Gut, dann gehen wir nach hinten. Ein paar Sachen. Yeah. Kann man schon mal üben, auf der Seite zu laufen? Ja, ist aber breiter als man denkt. Außerdem fällt man ja weich. Wind? Ja, ich bin da. Ja, das ist die Badeleiter. Falls man mal schwimmen gehen möchte, wird bei den Temperaturen nicht möglich sein, aber sonst ist es möglich. Das ist unser Antrieb. Ein Torpedo. 10 kW Elektromotor, der jetzt gedrosselt wurde auf 7,5 kW, weil die Vorschriften sich geändert haben. Genau. Scooter. Hier haben wir zwei E-Scooter. Die kann man mit dazu buchen, wenn ein Kunde das haben möchte. Die kann ich dir jetzt zeigen oder später. Ja, zeig mal. Ja. Muss ich mal zeigen. Der Schlüssel ist hier. Die werden nämlich abgeschlossen, damit die auch, wenn ihr vom Bord geht, keiner klauen kann. Hier ist der Scooterschlüssel im Schrank, ja. Hier ist der Schloss. Natürlich sehr, sehr praktisch, weil die letzte Meile, die hast du dann. Ach so. Ausziehen. Das rastet hier ein. Bleibt der auch oben. Genau, und jetzt kann man. Die sind auch eingesteckt, das heißt, die sind immer dann auch voll. Mhm. Einfach abziehen. Dann sollte man auch wieder dann. Genau, wenn man die benutzt hat, einfach wieder dran, dann sind die auch immer gefüllt. Und jetzt muss man ein bisschen hier oben wegziehen und mit dem Vorderreifen nach vorne. Dann ist da ein Schloss dabei, wenn ich die parke? Ja, normalerweise schon. Ja. Jetzt habe ich dich einmal. Ja. Weiß ich jetzt nicht genau, wo müssen wir gleich gucken. Schlösser sind wahrscheinlich schon im Container. Also, du drückst hier drauf, dann kannst du das hier hochklappen. Und dann machst du das hier wieder zu. Okay, das Schild ist an der Seite, ich sehe es. Genau. Schilder, klappst du hier das Lenkrad hoch, die Sicherungsringe rein. Bisschen länger draufhalten. Kannst du anspringen. Kuffeleffekt. Der war eingesteckt, der müsste eigentlich. Nee, der geht nicht. Nicht schlimm. Probiere ich mal den anderen. Wir haben auch die Räder mit, die kann man ja hier hinten verstauen. Aber trotzdem, normalerweise müsste das gehen. So, unten die Sicherung rein. Der geht. Okay, der geht nicht. Das tauschen wir den gleich aus. Wir haben im Container noch einen anderen. Ah ja, super. Keine Ahnung, entweder war der Stecker nicht richtig drin oder. Nicht schlimm. Okay. So, der geht. Das heißt, ab 13, glaube ich, darf man hier fahren in Deutschland. Oh, das kann sein, ja. Und schon mal gefahren, einfach hier schalten. Ja, genau. Ja. Einmal anstupsen, dann gibt der hier mit Gas, hier bremsen. Ja? Super. Okay. Aus. Das Ganze wieder rückwärts.
Du sagst, du hast Videos gemacht mit den Einweisungen. Sind genau. die auch auf YouTube? Oder wo habt ihr die reingemacht? Nee. Die sind nur für intern? Die sind nur hier auf dem Okay. Internet, genau. Also ich kann dir eins schon mal versprechen, du wirst viel Zeit sparen. Das ist nämlich die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn du so ein Video mal gedreht hast in voller Länge, guck hier, die Lydia nickt, dann... Aber es ändert sich auch schon mal was bei euch, denn... Ja, vielleicht. Das fuchst sich jetzt, gell, dass der einen nicht geht. Das verstehe ich nicht. Das ist nicht schlimm. Unser Techniker hat gesagt, die funktionieren. Ja, wir holen. Tauschen wir aus. Ist aber geil hier, die Halterung, oder? Für ja, die Idee ist auch super, dass das auch direkt dabei ist und du musst dich nicht drum kümmern. Du musst keine eigenen Fahrräder mitschleppen. Und alles natürlich diebstahlgeschützt, das finde ich auch gut. Ja. Also mich überzeugt bisher alles. Also es ist alles, dass der eine Scooter, aber auch hier vorne, guck mal hier, diese ganzen Verbindungen, die habt ihr alles für die Scooter gemacht, genau. damit es auch Handarbeit. Ewig hält. Ja. Ja. Handarbeit. Alles von uns viel Aufwand. Entworfen und selbst gemacht, genau. Gut, machen wir gleich zu, gehen wir mal weiter. Mhm. Was haben wir hier noch? Sven, du musst einmal durch. Ja, ich komme. Hier haben wir noch ein bisschen Bordwerkzeug und Verbandskasten. Warte. In dem Schrank. Zeig mal. Da ist es. Hier. Ein bisschen Bordwerkzeug, falls mal irgendwie eine Schraube ab ist oder so. Mhm. Verbandskasten. Ah ja, super. Handschuhe, falls es mal regnet und die Leinen dreckig sind oder so. Genau, Putzmittel, Tresor. Code hat er, der Tresor? Genau. Okay. Sagen wir jetzt nicht. Gut. Ein Staubsauger hat es auch. Ja. So, sehe ich gerade. Dann haben wir noch die Rettungswesten und dann sind wir durch. Ja, die sind und die Luken. Einmal hier. Nein. Dann doch da, beide. Kannst du dran oder soll ich die Tasche? Nee, müsste eigentlich gehen. Die. Die sehen ja witzig aus. Da steht drauf, für wie viel Kilo ja. die gehen. Und dann kann man sich die entsprechend auch. Aussuchen und anziehen. Wie gesagt, beim Schleusen empfiehlt man schon. Ja. Oder ist sogar Pflicht, aber sonst kann der Kunde das selber entscheiden, ob er. Die haben sich verändert, ne? Also ich kenne die ja noch. Doch, richtig, genau. Da hat man sich immer wie so ein Michelin-Männchen gefühlt. Das ist ja schon wirklich reduziert mittlerweile. Super, okay. So, jetzt kommen wir schon zu den Vorfahrtsregeln und dann legen wir ab. Okay. Achso, du musst übrigens, wenn du reinfällst, musst du sie ziehen. Was soll ich machen? Da, dieses rote Teil musst du ziehen, dann werden die aufgeblasen. Wenn ich reinfalle? Ja, ja. Wenn du... Ja, wenn ich reinfalle. Aber nicht während dem Tragen. Nee, nicht während dem... Das hast du gemeint. Das hättest du gerne, ne? Das hast du mir nochmal gezeigt. Nee, mach das nicht. So, sehr schön. Ja, also auf der Saar, Mosel, überall auf Schifffahrt ist... rechts fahren, eigentlich wie beim Autofahren. Ja, ja. Hatte ich aber schon gesagt, aber wenn kein Verkehr ist, kann man auch in der Mitte fahren. Genau, Platz ist da. Ja. Und Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. Also wie sieht man das? Genau, das ist Berufsschifffahrt? Ja, das sind die großen Tanker einfach. Ne? Ah, okay. Also kein Sportboot. Ja, ja. Nicht die privaten. Nicht die privaten, sondern so ein Und wenn er mich jetzt überholt? Genau, Platz machen, genau. Wenn er dich überholt. Fahr ich nach rechts, machen, an die Seite. Rechts, genau. Ja. Abwarten, ein bisschen von der Geschwindigkeit vielleicht gehen, um je schneller er vorbeigeht, umso besser und nicht zu nah dran, weil dann kannst du auch in sein Sog kommen. Ja, und, ja, genau. Was heißt das? Nicht so also halber Meter, Meter, nee, zwei, drei? Nee, zwei, da sollten schon 5, 6, 10 Meter Abstand Ach, sein. Wirklich? Ja, ja. Okay. Also nicht näher wie 1, 2 Meter. Also das wäre nicht nee, so gut. Keine Ahnung. Ja. Und wenn man sieht, es wird eng, dann lieber irgendwo ganz an die Seite stehen bleiben, abwarten, bis er vorbeigeht, weil es gibt Engstellen, dann, ja. Wie ist es dann mit, wie nennt man das nochmal, beim Paddeln haben wir das doch gelernt. Dann kam immer, wenn ein Boot vorbeigezischt ist, hier dieser Strom direkt. Und dann bin der ich Wellengang. Rein. Der Wellengang kommt dann direkt und ich bin schön reingefallen, ist klar, ne? Ich wusste das nicht und dann, wackel. Beim Boot irrelevant, oder?
Ja, man merkt es schon, aber hier bei der Größe natürlich kaum. Also du wirst es kaum merken. Also ich muss da nicht gegensteuern oder irgendwas? Nee, das wirst du kaum merken. Du wirst ein bisschen wackeln merken, aber sonst. Aber das war's auch schon. Mehr. Okay. Vielleicht werden wir auch gleich einen erwischen bei der Einweisungsfahrt. Ist immer ganz interessant, dann merkst du es schon. Und wenn du zu weit entfernt bist, was normal der Fall ist, merkst du es gar nicht, dass da ein Boot vorbeigefahren ist. Ich bin gespannt, ob ich diese 7-8 Meter oder ja, ob ich das einschätzen kann. Ich weiß es gar nicht. Zeigen wir gleich. Sag mal, Knoten, wo lernen wir die? Gibt es einen Knotenlehrgang oder Internet, YouTube? Ja, Internet kannst du natürlich gucken. Und ich werde gleich beim Festmachen dir das zeigen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mehr brauchst du nicht. Okay. Ein Knoten. Und hier haben wir ja noch Hier könnt ihr üben. Können wir uns am Abend ein bisschen hinsetzen? Genau, im Internet. Dürft ihr auch noch üben. Die Mini-Version, ja. So, anlegen versucht man immer im spitzen Winkel, wenn es geht. Das heißt, wenn hier der Steg ist, das heißt, du kommst hier im spitzen Winkel, du kommst nicht hier so 90, das wären jetzt 90 Grad. Ja. Wenn es geht, kommst du recht spitz, dann musst du nicht so viel hantieren, dass das Heck noch drankommt. Genau, das zeige ich aber gleich, nur so von der Theorie erstmal. Beim Ablegen normalerweise genauso, dass wir mit dem Bug ablegen und dann einfach Gas geben, zeige ich auch gleich. Das ist ganz einfach. Mit Heck- und Bugschwalbe-Ruder ist das wirklich ganz, ganz einfach. Gut. Nur von der Theorie, damit du ungefähr weißt. Aufstoppen, das ist Bremsen, zeige ich auf. Das geht mit Rückwärtsgang, das heißt, du fährst. Und wenn du merkst, vorne ist irgendwie Gefahr oder du musst aufstoppen, dann einfach in den Rückwärtsgang. Gerade eine Sekunde in neutral, zeige ich aber gleich. Und dann im Rückwärtsgang und dann merkst du schon, bleibt dir stehen. Mhm. Genau. Ankern auf der Saar ist verboten, hatte ich ja schon gesagt. Und was ganz wichtig ist, müssen wir immer wieder erwähnen, auf der Saarschleife, die ist ja hier vorne, ganz rechts fahren, weil da kommt ganz viel Personenschifffahrt auch an und Touristen und so. Und da sollte man wirklich sich rechts halten, weil die ist schon auch ein bisschen enger, damit man da gut wirklich vorbeikommt. Platz hat auch. Genau. Ja, das war's von der Theorie. Das kommt jetzt. Gut. So, nächstes Video. Also, du bist schon bereit für die Praxis? Ja, bestimmt. Wir sind bei Joy Lifeboats in Mettlach an der Saar und werden jetzt eine Woche lang auf diesem Boot hier testen. Joy Lifeboats, ich bin mal echt gespannt. Urlaub auf einem Hausboot zusammen mit Willi und Lydia, die Einweisung, und meiner Frau Marlene und unserem Sohn Oskar. Es wird bestimmt interessant. Danke fürs Einschalten. Wenn auch ihr Lust habt, sowas mal zu machen, ja, einfach googeln Joy Life Boats Mettlach und dann schreibe ich euch auch nochmal die Adresse in die Videobeschreibung mit rein. Dann findet ihr alles. Also, ist buchbar. Das ganze Jahr über, geht elektrisch. Tschüss.